2022 hat bereits begonnen, aber ich schulde euch noch den Dezember-Haul 2021. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney Dezember Haul. Ja, der letzte Haul aus dem Jahr 2022, obwohl wir jetzt schon 2022 haben. Ich habe zwar schon ein Video hochgeladen, aber hier nochmal offiziell frohes neues Jahr. Das kann man ja noch am, ich glaube bis Mitte Januar ist das okay zu sagen. Deswegen ja, frohes neues Jahr an alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Und ja, ich zeige euch, was ich im Dezember alles gekauft habe. Es ist natürlich auch noch was von Weihnachten dabei. Disneyland Paris, paar Kleinigkeiten hier und da. Ja, hat sich wieder einiges zusammengesammelt. Diesmal auch viele, viele Klamotten, also viele, viele Try-Ons, die ich tatsächlich noch filmen muss. Das ist immer so anstrengend mit den Try-Ons. Aber natürlich mache ich es gerne für euch. Alle Links zu den Sachen, die es noch online gibt, findet ihr immer, wie immer, in der Infobox. Also schaut da gerne rein, wenn ihr noch irgendwas suchen solltet. Und ja, mein Walt Disney World Urlaub steht ja auch kurz bevor. Nicht mehr lange hin. Und ja, ich filme jetzt den Haul. Dann habe ich noch geplant, ein Packing-Video, also was ich alles in meinen Koffer packe für Walt Disney World, inklusive Outfits, euch noch abzufilmen. Und auch, wie ich mich auf die Reise vorbereitet habe. Das steht alles noch auf der Agenda. Und ihr seht, überall hängt hier noch Weihnachtsmerch. Der muss auch jetzt am Wochenende runter. Aber ich hatte natürlich noch keine Zeit, weil ich komme aus der Schweiz. Und das mache ich jetzt hier am Wochenende. Also wenn ihr das Video seht, ist die Weihnachtsdeko auch schon weg. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Hier fangen wir ganz untypischerweise mit Shop Disney an. Und zwar gab es zwei Paar Ohren, einen Rucksack aus dem Sale und was für Walt Disney World. Und wir fangen an mit den Ohren. Und zwar einmal gab es hier diese Flausche-Ohren. Und das sind tatsächlich die passenden Ohren zu dem Spirit-Jersey, den ich euch letztes Mal gezeigt habe. Da habe ich mir tatsächlich auch gesagt, ich wünsche mir, dass die Ohren in den Shop kommen. Und als sie dann online waren, haben so viele von euch mir geschrieben, Simone, die Ohren sind online, die du zum Spirit-Jersey wolltest und so. Also vielen, vielen Dank an alle, die mir dann auch geschrieben haben. Und ja, musste sie mir natürlich kaufen, weil ich sie so toll finde. Und so ist halt nur, sind halt Winterohren. Aber ich finde sie trotzdem toll. Gekostet haben sie 30 Euro. Ich weiß nicht, ob ich einen Rabatt hatte, weil immer vor Weihnachten gefühlt irgendwie jede Woche neue Rabattcodes da waren. Also Originalpreis 30, ich weiß nicht, ob ich Rabatt hatte. Was mich tierisch nervt, ist das hier, ne? Also, ich reg mich jedes Mal drüber auf, aber gefühlt werden sie auch immer länger, diese Faxe, wie ich sie ja nenne. Naja, aber auf jeden Fall finde ich die Ohren wirklich wunderschön. Als zweites Paar Ohren gab es hier die. Und da habe ich tatsächlich den Zettel auch schon abgeschnitten, denn die hatte ich im Disneyland Paris dabei für ein Foto. Und das sind die 50. Geburtstagsohren aus Walt Disney World. Die gibt es ja auch nochmal in Gold für 200 Euro. Die habe ich natürlich nicht gekauft. Die waren irgendwas mit über 30 Euro. Ich muss aber tatsächlich nachschauen, weil ich mich nicht mehr daran erinnere. Und ja, hier seht ihr Walt Disney World 50 stehen. Und die werden auf jeden Fall auch mit in den Koffer kommen. Und ich schaue jetzt mal, was sie gekostet haben. Nee, also die waren auch nur 30 Euro. Die gibt es tatsächlich auch noch. Dann gab es einen Schön und das Biest Schlüssel. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam, aber irgendwann im Dezember. Ich weiß auch nicht, was ich dazu bestellt hatte, aber ja, der Schön und das Biest Schlüssel, der musste ja sein als mein Lieblingsfilm. Ich gehe auch ja tatsächlich in Bei Sei Hier Gast essen im Magic Kingdom. Das ist das einzige Restaurant, was ich mir tatsächlich gönne, was ja schon sehr preiswert ist. Kostspielig sozusagen. Ja. Also den Schlüssel gab es gratis. Und dann habe ich mir hier diesen Hoodie bestellt. Auch vom 50. Geburtstag von Walt Disney World. Und ich hatte den am Anfang, als er online kam, in meiner Story gepostet. Dann hatte ich ihn bestellt, weil er war schon teuer, 68 Euro. Und dann kam er an und so viel hat mir geschrieben, wo hast du den her? Und so, ich ja, von Shop Disney. Und dann war der aber leider schon in vielen Größen ausverkauft. Der fällt tatsächlich auch kleiner aus. Also ich habe ja den Fantasia Hoodie.
den es, glaube ich, letztes Jahr gab, der fällt riesig aus. Also den hatte ich in M bestellt und der ist mir also sehr, sehr locker. Und das ist auch eine M und die sitzt tatsächlich sehr eng anliegend, was auch nicht störend ist, aber zulegen darf ich jetzt nicht oder ich muss ihn offen tragen. Ja, am Ärmel steht Walt Disney World. Hier habt ihr das Schloss mit dem 50. Geburtstagslogo und hinten habt ihr auch nochmal die Charaktere und das Logo und das Schloss und ein Feuerwerk. Also wirklich ein ganz, ganz schicker Hoodie und ja, gefällt mir richtig gut und wird natürlich auch eingepackt für Walt Disney World. Und ich habe es ja eben auch schon angekündigt, ein vergünstigter Loungefly, der Weihnachts-Loungefly für 54,60. Ich glaube fast 50% oder 30% war der reduziert und hat ganz viele Weihnachts-Snacks. So ein bisschen dezenter gehalten. Und das ist tatsächlich mein zweiter Christmas-Loungefly-Rucksack. Ich habe sich lange überlegt, aber als er dann im Sale war, musste ich zuschlagen. Das ist auch der passende Rucksack zu den Ohren von Spirit Jersey und dem Spirit Jersey von Spirit Jersey. Das sieht man hier an dem Mickey. Der ist ja auch ganz dezent vertreten. Genau. Dann kommen wir zu einer Sache von Amazon. Das habe ich auch tatsächlich noch nicht ausgepackt. Build Your Own Disneyland Park. Das ist ein Modell von Disneyland Anaheim, was ihr euch aufbauen könnt. Für nur 13 Euro von Amazon. Das werde ich tatsächlich auch mal als YouTube-Video irgendwann verpacken, wenn ich wieder Zeit habe und das zusammen aufbauen mit euch, eventuell, wenn ihr das wollt. Und ja, also gibt es auch tatsächlich Details zum Park, Tomorrowland, Adventureland, natürlich auf Englisch, aber finde ich schon ganz interessant und auch für Kinder, finde ich als Kinderbuch auch sehr interessant. Frontierland, Fantasyland und ein paar Facts über Disneyland Anaheim. Also wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Auch jetzt schon hier Star Wars Galaxy's Edge wird hier erwähnt. Ja, also schaut gerne mal rein. Ich finde es auch nicht teuer. Für 13 Euro kann man sich das ruhig mal kaufen, aufbauen. Ob ich es mir jetzt irgendwo hinstelle, weiß ich noch nicht. Aber als Freizeitbeschäftigung ist es auch eine ganz, ganz gute Idee. Ja, weiter mit Primark. Wir waren ja, als wir im Disneyland waren, kurz im Primark, um zu gucken, ob da die Sandwichmaker sind. Apropos Sandwichmaker, der würde eigentlich auch jetzt hier im Hall seinen Platz finden. Aber der liegt tatsächlich noch bei der Brina. Brina kommt ja nächste Woche zu meinem Geburtstag und dann bringt sie mir den mit. Den zeige ich euch dann im Januar-Hall. Aber eigentlich habe ich ihn jetzt schon im Dezember gekauft. Ja, also den hat sie dann in Kaiserslautern nämlich gefunden. Ja, was es für mich bei Primark gab, ist einmal oder zweimal eher dieses Cotton Storage Jar für 4 Euro mit Winnie Pooh. Es ist einfach so eine Holzschachtel. Sieht man das? Ich muss ein bisschen drehen. Ich kann es auch eigentlich auspacken, ne? Why not? Ich behalte es ja eh. Ja, also auf dem Deckel habt ihr Winnie Pooh und Ferkel. A perfect day for doing nothing. Ja, kann man machen. Und an der Seite habt ihr, steht Winnie the Pooh mit einer kleinen Biene. Ja, und da kann man jetzt Wattepads reintun, Q-Tips. Und deswegen habe ich zwei, weil ich einen gerne für Q-Tips hätte und den anderen gerne für Wattepads. Und ich finde, die sehen tatsächlich sehr schick aus mit dieser Holzoptik, sehr hochwertig und für 4 Euro kann man sich das ruhig ins Bad stellen. Dann gab es noch eine Sache von Winnie Pooh aus dem Primark. Ich bin jetzt nicht der größte Winnie Pooh-Fan, aber ich fand es tatsächlich süß. Und zwar diesen Winterangelhut mit Winnie Pooh vorne. Der hat 6 Euro gekostet. Ne, ich kann ihn jetzt nicht anprobieren, weil ich einen Zopf hier habe. Das sieht dann, glaube ich, doof aus. Aber komm. Ansonsten seht ihr am Anfang von der Therme Erding, trage ich den Hut auch, obwohl es geht. Ja, das ist der Anglerhut und ich muss sagen, jetzt hier im Winter finde ich das eigentlich einen ganz süßen Look mit so einem, mit einer schönen, mit einem schönen hellen Wintermantel oder so. Kann man das mal anziehen. Ja, in jedem Haul muss ja auch ein bisschen Pampling dabei sein, denn ja, ich habe auch ein Weihnachtspaket von Pampling bekommen. Die Sachen, die ich euch jetzt natürlich zeige, sind Weihnachtssachen, das heißt, die gibt es nicht mehr, aber ich möchte sie trotzdem euch nicht vorenthalten, was für eine Vielfalt Pampling anzubieten hat. Und zwar einmal ein Longsleeve, das ist mein erstes Longsleeve von Pampling mit Jack Skeleton. Das ist im Prinzip so ein bisschen dickerer T-Shirt-Stoff, die Ärmel sind relativ lang, ja, und
mit Jack's Skeleton. Das habe ich tatsächlich in M bestellt und es fällt schon recht groß aus. Dann gab es ganz viele Socken und zwar einmal von Stitch und einmal die Disney Villains und dann nochmal Stitch in Kurzsockenform, so eher für den Sommer dann. Dann gab es die drei Paar Socken. Dann gab es diesen coolen Mandalorian Christmas Hoodie und zwar This is the Way of Christmas für die Star Wars Fans unter uns. Dann gab es ein Harry Potter Shirt. Aber auch Christmas. Aber ich habe tatsächlich jetzt eins bestellt für meinen Orlando-Trip, denn ich möchte ja auch einen Tag nach Universal. Und da hatten sie ein richtig cooles T-Shirt, was ich jetzt noch zugeschickt bekomme. Ich blende euch gerne jetzt hier mal ein Foto ein. Das sieht richtig cool aus und ich freue mich, dass ich das noch entdeckt habe und das dann in Orlando in Universal anziehen kann. Und das war jetzt das Christmas-T-Shirt von Harry Potter. It's a Magical Christmas mit Hedwig. Und so ein bisschen winterlich eingepackt. Ist auch ganz süß, wenn man mal im Winter zum Beispiel nach Orlando fliegt und zu Universal geht. Dann gab es ein Non-Disney-T-Shirt, aber das fand ich tatsächlich auch sehr süß. Die haben nämlich auch ganz, ganz viele andere Non-Disney, andere Charaktere-T-Shirts. Also ihr müsst unbedingt mal vorbeischauen. Und ich habe mir jetzt hier I'm not getting fat, I'm storing up energy for the winter. Ja, fand ich ganz süß mit diesem Pinguin und dem Spruch. Also die haben auch ganz, ganz verschiedene andere, viele verschiedene andere T-Shirts und Motive. Also ihr müsst unbedingt da mal stöbern, das dauert tatsächlich. Mein Freund durfte sich auch letztens das ein oder andere T-Shirt aussuchen. Und ja, er ist jetzt, hat jetzt nichts mit Disney ausgesucht, aber hat trotzdem ganz viele witzige andere Motive für sich entdeckt. Und das letzte Motiv war Stitch mit Merry Stitchmas. Auch ein Winterhoodie. Ja, und mein Code geht natürlich weiterhin mit MoniMaus20. Bekommt ihr ein paar Socken gratis und ihr bekommt 20% in Form von Punkten, die für euren nächsten Einkauf sozusagen gesichert werden. Also das heißt, wenn ihr für 100 Euro einkauft, beispielsweise, werden 20 Euro eurem Konto gutgeschrieben für euren nächsten Einkauf. Also ihr müsst auf jeden Fall eingeloggt sein, wenn ihr bestellt, ein Kundenkonto haben und meinen Code benutzen, MoniMaus20. Alle Details findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Da kommen wir zu meiner Lieblingsrockmarke. Ihr kennt sie, Stitch Chopé bei Loungefly oder Shop bei Loungefly. Und ich habe zusammen mit der Nadine bestellt. Es gibt eine Deutsche, die in Florida wohnt. Die kennt man auch auf Facebook. Ich glaube, sie heißt Tinkerbell. Ich kann euch gerne den Link mal unten in die Infobox packen. Und die bietet solche Personal Shopping auch in Walt Disney World an. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut mal auf ihrer Facebook-Seite vorbei. Aber die bietet auch den Service an, dass man online bestellt, es zu ihr schickt und sie es dann als Paket zu euch schickt. Am besten halt mit einer Sammelbestellung. Und ich weiß nicht, wie hoch die Servicegebühr bei ihr dann noch drauf ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ihr unbedingt was aus Amerika haben wollt oder online was bestellen wollt, dann könnt ihr sie mal anschreiben. Wie gesagt, den Link packe ich euch unten mal gern in die Infobox. Und ja, die Nadine hat dann meine Bestellung aufgenommen und dann bei ihr bestellt in Florida. Oder nee, sie hat online bei Loungefly bestellt und es dann zu ihr schicken lassen. Aber ich sie vorher natürlich darüber informiert. Ja, was habe ich mir ausgesucht? Einmal das passende T-Shirt zu meinem Rock mit den drei Feen von Dornröschen. Da gab es jetzt das passende T-Shirt noch dazu. Und da steht Once Upon a Dream vorne. Und es ist einmal eine rosa Off-Shoulder. Also kann man so tragen und hat natürlich auch einen Pin. Und zwar die Torte von Dornröschen, die Geburtstagstorte. Im Try-On habe ich es euch auch zusammen mit dem Rock mal angezogen. Und dann das nächste komplette Outfit. Da bin ich sehr froh. Ich sammle die ja sozusagen. Also ich hätte gern wirklich alle Outfits mal in meiner Kollektion. Und das nächste Outfit, was ich mir dann gekauft habe, ist das Toy Story Outfit. Und zwar zeige ich euch jetzt mal den Rock. Das ist der Rock. Mit allen Toy Story Charakteren vorne und auch hinten. Also Jessie, Woody, ich weiß gar nicht, Potato, Mr. Potato und seine Frau und Buzz Lightyear natürlich, die Aliens. Und hier ist tatsächlich auch ein kleines Detail. Hier steht Andy drauf. Ja, also ein wirklich wunderschöner Rock. Ich bestelle die übrigens immer in L.
Aber die sind durch das Gummi, also die haben einmal einen Reißverschluss hinten und zusätzlich ein Gummi. Das heißt, ich könnte sie theoretisch auch in M bestellen. Ich habe auch welche Röcke in M, aber L passt mir auch wunderbar. Und dann kann man ein bisschen mehr essen. Ein Pin gab es auch. Und zwar Slinky Dog mit dem Pixar-Ball. Und dann das passende T-Shirt dazu. Das ist tatsächlich jetzt ein richtiges T-Shirt, wie man sieht am Schnitt. Es ist weiß und hat vorne auch Slinky Dog mit dem Pixar-Ball. Gibt natürlich auch einen Pin dazu. Ja, das ist derselbe wie bei dem Rock. Und bei den T-Shirts tatsächlich bestelle ich immer XL. Weil ich habe schon mal, glaube ich, L bestellt und die sind tatsächlich mir ein bisschen eng an den Armen. Und deswegen bestelle ich immer XL. Die fallen dann optimal für mich aus, weil die halt wirklich auch eng anliegend am Körper sind. Die sind sehr stretchy, aber auch sehr eng anliegend. Deswegen, ja. Rock in L und T-Shirts in XL. Und ja, ihr wisst ja, ich fliege nach Florida. Und die Disney Hotels bieten tatsächlich an, dass man was in den Hotels, dass man das online bestellt und es ins Hotel liefern lassen kann. Ich glaube, es kostet $6 Gebühr, dass sie das annehmen. Aber es ist immer noch günstiger, als wenn ich es über irgendjemanden mit Versand und Zoll nach Deutschland schicken lassen muss. Deswegen, ich werde bei Loungefly die nächste Kombo bestellen und mir dann ins Hotel nach Walt Disney World schicken lassen. Und zwar das Bambi-Set. Ich zeige euch gerne noch hier mal ein Bild. Das ist natürlich auch jetzt im Sale. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall bestellen. Ich liebäugle ja auch noch mit Mary Poppins, was auch im Sale ist. Und es wird sich natürlich anbieten, direkt alles zu bestellen und es dann mitzunehmen, wenn ich eh schon vor Ort bin, um beim nächsten Mal wieder Versand und Zoll zu sparen. Das muss ich mir aber tatsächlich noch überlegen. Ich bin noch am Hadern. Was sagt ihr? Würdet ihr beides direkt bestellen? Ich zeige euch auch noch das Mary Poppins Bild hier, das Outfit. Ja, könnt ihr mir gerne mal eure Meinung unten hinterlassen. Wie gesagt, ich würde mir Versand und Zoll sparen und ja, und es ist auch noch im Sale. Also, gefällt euch denn das Mary Poppins Outfit? Ich bin ja nicht so der größte Mary Poppins auch Fan. Also, ich mag Mary Poppins, aber ich weiß nicht. Ist halt ein schönes Frühlingsoutfit, aber ist Bambi auch. Es ist ein Dilemma, ihr seht das. Ja, und kommen wir noch zu der zweiten Sache, die ich aus Amerika bestellt habe. Ich habe tatsächlich das erstmal bei Fun bestellt. Fun.com, Link auch unten in der Infobox. Und die wurden mir mal irgendwie angezeigt als Werbung für irgendwas Loungefly-mäßiges oder so. Und dann habe ich tatsächlich was bestellt bei denen. Und zwar eine Handtasche, mit der ich auch schon seit einem Jahr liebäugel. Von Danielle Nicole. Die hatten ja mal eine schwarze Mickey-Tasche und eine rosafarbene Kirschblüten-Mini-Tasche. Da ist sie. Ich habe sie mir bestellt bei Fun.com. War wirklich super easy. Die haben auch viele verschiedene andere Danielle Nicole Taschen. Die hat jetzt $80 gekostet. Plus dann Versand. Der war aber auch nicht so teuer. Und es ging super schnell. War innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, bei mir. Und die übernehmen auch den Zoll. Das heißt, ihr zahlt dann schon den Zoll bei denen ab. Und müsst jetzt hier keine Angst haben, hier noch Zoll nachzubezahlen oder so. Also die kümmern sich um alles. Das Paket ist super schnell da. Und ja, ich finde es auch, ich glaube, jetzt habe ich mit Zoll und Versand, glaube ich, nur 100 Euro insgesamt bezahlt für die Tasche. Wie gesagt, ich habe schon lange mit ihr geliebäugelt, wollte sie jetzt auch schon mal in UK bestellen, aber UK ist ja wirklich, also mittlerweile auch sehr hohe Versandkosten, deswegen habe ich das nicht gemacht. Ja, und deswegen, die werde ich tatsächlich auch mit nach Walt Disney World nehmen, denn die passt auch zu vielen schönen, hellen Outfits und auch so eine perfekte Frühlings- und Sommertasche mit dem Rosa und das mit dem Öffnen wird ein bisschen schwierig werden. Ich habe ja auch schon diese Halloween-Mickey-Tasche. Und diesen runden Reißverschluss ist immer nicht ganz so einfach zu handeln, wenn man die so trägt. Aber es passt sehr viel rein. Sehr tief. Innen drin ist nichts Besonderes. Und ja, ist halt eine Mini-Tasche von Danielle Nicole. Ja, nach Weihnachten gab es ja einiges im Sale. Und zwar auch bei Zara Home. Und da zeige ich euch jetzt die Sachen, die ich bestellt habe, mit denen ich schon wirklich sehr, sehr lange geliebäugelt hatte. Ich hatte sehr lange auf der Wunschliste und gesagt, nee, komm, du musst warten auf den Sale. Und ja, dann gab es noch eigentlich fast alles, was ich wollte. Aber ich habe nicht mehr zu allen einen Preis, denn online gibt es nicht mehr alles und ich finde irgendwie meine Bestellbestätigung nicht mehr. Deswegen, ja, gab es einmal Disney-Bettwäsche. Und zwar Weihnachtsbettwäsche.
in Übergröße. Mein Bett hatte sich Übergröße. Und zwar Größe, wo haben wir es denn? Hier, 1,50 x 2,20. Und für mich ist es tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer, Disney-Bettwäsche zu bekommen. Und da war ich froh, dass ich die erstmal gesehen habe. Und aber da war sie noch ein bisschen zu teuer. Und jetzt habe ich pro Bettwäsche 30 Euro bezahlt. Was immer noch viel ist, aber vorher waren es nämlich 46. Also ich hätte fast 100 Euro bezahlt für ein Set Bettwäsche. Und das ist natürlich auch sehr dezent winterlich gehalten. Also ihr habt die Charaktere hier. Ich packe es auch nicht aus, weil es so in den Schrank wandert. Ja, Mickey, Minnie, Donald, alle vertreten. Das natürlich dann zweimal, denn ja, ich habe ja ein großes Doppelbett. Also zweimal das. Und dann gab es das passende Bettlaken dazu. Leider nur noch einmal. In 90 mal 2 Meter. Ich bräuchte zwei. Und ja, jetzt kommt auf die andere Seite halt irgendwie ein normales cremefarbenes. Aber hey, war aber auch im Sale. Was es gekostet hat, weiß ich nicht mehr, weil es tatsächlich komplett ausverkauft ist. Und ja, hat dasselbe Motiv wie die Bettwäsche. Und dann gab es noch was fürs Bad. Und zwar einmal den Duschvorhang für 26 Euro. Vorher hat der 36 gekostet. Ist mit Daisy drauf. Ja, ein Duschvorhang mit Daisy. Kann man auch waschen. 1,80 Meter x 1,80 Meter. Ja, muss ich jetzt mal auspacken und demnächst mal aufhängen. Da habe ich immer einen Wechsel Duschvorhang, wenn ich die immer wasche. Und passend dazu, den Preis weiß ich aber jetzt nicht mehr, gab es den Daisy Badvorleger. So ein kleiner Mini-Teppich mit Daisy, passend zum Duschvorhang. Das heißt, immer wenn der Duschvorhang hängt, kann ich jetzt den passenden Badvorleger hinhängen. Kommen wir zu den letzten Teilen, und zwar aus dem Disneyland Paris. Da habe ich gar nicht so viel gekauft. Da habe ich mich tatsächlich zurückgehalten. Aber was rauskam an den letzten zwei Tagen, wo wir, oder am letzten Tag, vorletzten Tag, wo wir da waren, mit der Nina, war der Mickey's Dazzling Christmas Parade Zug als Figur. Und ich bin ja jetzt nicht so der Figursammler und es ist schon relativ teuer. 159 Euro ohne Rabatt. Gab natürlich 20% Rabatt, aber trotzdem musste ich tatsächlich lange überlegen. Aber dann habe ich mir auch überlegt, und Daniel auch, was, wenn es jetzt jedes Jahr einen neuen Zug gibt von dieser Parade? Das heißt, irgendwann hätte man die ganze Parade zu Hause stehen. Und dann hätte ich den ersten Zug nicht gekauft und dann kostet er bei eBay irgendwie 500 Euro oder so. Oder auch mehr, keine Ahnung. Deswegen habe ich gesagt, ja, okay, du kaufst ihn dir. Ich zeige ihn jetzt aber nur aus dem Karton und als Video, was ich im Harrington damals gemacht habe für Daniel. Da kann ich euch das dann auch mal näher zeigen. Ja, denn ich packe ihn jetzt nicht mehr aus. Er kommt so in den Keller für nächstes Jahr an Weihnachten. Bei mir bleibt er nämlich nicht das ganze Jahr stehen. Bei Daniel bleibt er das ganze Jahr stehen. Für mich ist es Weihnachtsdeko und deswegen kommt es so, wie es ist, jetzt in den Keller. Aber um einmal euch demonstriert zu haben, dass ich den zugekauft habe. Dann gab es ein neues Lanyard. Ich habe ja zu Halloween schon das Mickey Lanyard gekauft. Jetzt gab es auch einen Santa Mickey Lanyard. Wirklich richtig süß. Und ich glaube, es war nur 12 Euro oder so. Also auch gar nicht so teuer. Hat innen drin auch so ein schönes kariertes Muster. Und die sind in Paris stehen. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Lanyard. Und ja, dann am letzten Tag, als wir da waren, schickt Brina uns ein Bild und sagt, der Iridescent Spirit Jersey gibt es in Disneyland Paris seit heute. Das war wirklich an unserem letzten Tag. Und eigentlich waren wir wirklich, wir hatten am Vorabend noch gedacht, wir hatten noch so Probleme beim Hotel und so, weil es zu spät war und wir so lange nach Illuminations warten mussten und dachten, okay, jetzt kommen wir nicht mehr ins Hotel, fahren wir einfach nach Hause. Wenn wir nach Hause gefahren, am nächsten Tag wäre dieser Jersey online gekommen, also online in die Parks gekommen. Und wir wären nicht da gewesen, ich hätte mich tot geärgert. Naja, auf jeden Fall hat uns Brina dann morgens ein Bild geschickt und gesagt, ich brauche den Jersey. Guckt, was er da kostet, weil Shop Disney online kostet er ja 125 Euro. Ja, da haben wir uns auf die Suche begeben, auf Spirit Jersey Jagd und haben ihn dann gefunden im Emporium. Aber es gab ihn dann auch im Fashion und im Motorsportladen. Ja, und dann habe ich ihn natürlich uns auch mitgebracht und vielen anderen auf Instagram. Ja, da ist er, der Iridescent Spirit Jersey.
Und er hat im Park 75 Euro gekostet. Er ist ein bisschen teurer als die anderen Jerseys, kommt aber auch auf den Stoff. Also es ist wegen dem Stoff, weil er halt auch eher so ein Winter-Jersey ist. Er ist relativ dick, der Stoff. Und deswegen fällt der Jersey tatsächlich auch kleiner aus. Das hat uns die Mitarbeiterin gesagt, dann habe ich ihn auch anprobiert. Also der Jersey fällt kleiner aus. Kauft euch auf jeden Fall eure normale Kleidergröße. Ich sage euch, bei den Spirit-Jerseys generell immer eine Nummer kleiner, weil die groß ausfallen, bei dem nicht. Bei dem auf gar keinen Fall. Den habe ich jetzt in M gekauft. Normale Spirit-Jerseys kaufe ich ja immer in S. Ja, aber er ist wunderschön. Er funkelt an den Ärmeln und unten und hat hinten Disneyland Paris mit dieser tollen Iridescent-Farbe stehen. Ja, ich bin noch ein bisschen besorgt, wenn ich es wasche, wie es dann aussieht, aber ich hoffe das Beste, dass es nicht allzu sehr die Farbe verliert, weil jetzt sieht es echt noch schön aus. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, den fürs Flugzeug anzuziehen mit der Minitasche. Wäre so ein mögliches Flugzeugoutfit tatsächlich, weil ich den so schön finde und auch gerne in Florida so als warmen Pullover dabei hätte. Ja, und dann gab es noch, was auch richtig begehrt bei euch war und viele jetzt ihn eigentlich nachkaufen wollten, als ich in Paris war, den, wie heißt die Kollektion, Eis, steht das hier? Ne, die Eis, Winter-Eis-Kollektion. Also es gab auf jeden Fall die passenden Handschuhe und die passende Mütze und Schal gab es bei Shop Disney. Habe ich aber nicht bestellt, was ich jetzt ein bisschen bereue, muss ich sagen. Gibt es aber nicht mehr, aber vielleicht in Walt Disney World. Muss ich mal schauen. Da gibt es die Kollektion ja auch. Vielleicht ist sie dann auch schon im Sale oder im Outlet. Mal sehen, weil das ja die Winterkollektion ist. Ja, und das ist der Cardigan. Und als wir im Fashion waren, gab es auch nur noch L. Also er war schon sehr, sehr gut vergriffen. Und ihr habt überall diese kleinen Mickey-Köpfe. Und es ist ein richtig schöner Cardigan. Auch im Frühling einfach zum Drüberwerfen. Hat 50 Euro gekostet. Ja, und dann gab es noch den Rabatt dazu. Ja, also gibt zurzeit leider nicht mehr, aber vielleicht kommt er ja noch mal irgendwann rein. Ja, und das war es tatsächlich mit meinem Dezember-Haul. Ich bin mir noch unsicher, ob es einen kompletten Januar-Haul geben wird, denn ich bin ja demnächst in Walt Disney World und bisher habe ich nur eine Sache im Januar gekauft, außerhalb von Walt Disney World. Ich weiß nicht, ob der 30er Geburtstag Spirit Jersey ins Disneyland kommt, weil den würde mir dann Brina kaufen, wenn sie da sind, eventuell. Aber müssen wir mal schauen. Deswegen bin ich mir noch unsicher, ob es einen kompletten Januar-Haul geben wird. Oder ich halt ein Walt Disney World, also das wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall ein Walt Disney World Haul geben. Ob ich dann die ein, zwei Sachen, die ich im Januar gekauft habe, in den Walt Disney World Haul packe oder in den Februar-Haul. Müsst ihr mir dann am besten schreibt ihr es mir jetzt unten in die Kommentare, was ihr besser findet. Also entweder die Januar-Sachen in den Februar-Haul oder in den Walt Disney World Haul. Könnt ihr mal entscheiden, weil für zwei Sachen mache ich jetzt kein eigenes Video. Ja, das war es tatsächlich von mir und von dem Haul. Könnt ihr mir gerne auch unten schreiben, was euch am besten gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns demnächst bald wieder und auch ganz, ganz viele Vlogs werden aus Walt Disney World folgen. Also, wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!